Ramadan Kareem, Brothers and Sisters, back to Ramadan Daily Number 35. Hauptsache, wir nennen es Unterschied. Du sagst immer Ramadan Daily. Du sagst Ramadan Diaries, sagst du, ne? Ich sag Ramadan Diaries. Hallo. Auf jeden Fall ist das der dritte Teil. Dodis Family ist zu Besuch in Köln. Deswegen gehen wir jetzt Zimtschnecken und so holen und meine Eltern kochen für heute Abend. Also tonight is Family Iftar Night. Ich habe etwas mitgenommen, was in deinem Kalender war, was du vergessen hast. Also, by the way, der hier fastet auch mit, ne? Oh yes! Ich würde das eigentlich mitnehmen, ich hab's mal vergessen. Riech mal dran, ich will wissen, wie das riecht. Riecht krass. Nach Kaugummi. Oh, das riecht echt gut. Was, bla. Wie lustig sieht das aus? Oh, nochmal lustig. So, wir sind jetzt da in der Sirimeri. Ich muss schon sagen, Sirimeri ist echt was Geiles, aber ich könnte das nicht jeden Tag also essen. Also das Ding ist, ich mag ja süß nicht, aber ich finde deren Zimtschnecken echt gut. Boah, das sieht alles so krass aus, Leute. Weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ich will auf jeden Fall einmal Pistazien. Die Cinnamon Rolls sind auch, die Standards sind auch lecker, ne? Spekulatius soll auch gut. Hallo. Das ist der Shit, Leute. Würdest du sagen, ist für das Beste? Pistazien, ja, ne? Ist auch sehr lecker, das ist Banana Bread. Ja, dann machen sie noch, also zwei Pistazien, also noch eins, genau. Jetzt fällt es mir richtig schwer. Echt jetzt? Ja. Jetzt ist richtig schwer. Das Ding ist, wenn man dann davor steht. Ich habe Köstlichkeit in meiner Hand. Sarah, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will die Cinnamon-Dinger essen. Und deine Mama hat hier so viel Gewicht gemacht, ich raste aus. Kurz mit in die Küche. Sie hat jetzt hier schon mal so Salate, so Kleinigkeiten hingemacht. Oh, wie lecker riecht das. Oh nein, oh mein Gott. Mit Sahnesoße gemacht. Bah, 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 das ist ein Traum. Fleisch. Oh, warum so viel? Von Elternartig. Das ist eine meiner Lieblingsessen geworden. Leute, ihr wisst nicht, wie ich mich freue. Und dann, oh, das ist der Final Boss. Oh mein Gott, ich freue mich. Komm, mach schon mal auf wenigstens. Bismillah. Es geht los. Genau so weiter, Frühstück und so. Von seinem Teller voll, ohne mich überhaupt zu fragen, ob ich was will. Guck mal, jeder muss an seinen eigenen Ding denken. Ich habe keine Zeit. Ich bin tot. Das Essen war sehr lecker. Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Für mich heißt es arbeiten, viel zu tun. Ich nehme mich aber mal mit, weil ich habe ein sehr, sehr großes Projekt. Besser gesagt, wir haben ein Riesenprojekt. Heute ist Tag 8, ne? Mhm. Okay, heute machen wir Getränke-Iftar, ne? Mhm. Wie machst du? Ich mache mit meinen Freundinnen. Wie geht's dir, mein Bruder? Ich war verschlafen, ich bin so abgefuckt. Ich bin zu spät, ich bin sehr, sehr wütend auf mich selber. Ich muss mich heute selber bestrafen. Ich muss aber überlegen, noch wie. Bestrafung. Komm, mein Bruder, komm. Oi. Das ist immer so sauber. Ja, Bro, wichtig, Sauberkeit. Sag ich, mein Bruder muss wieder alles neu von neu putzen, ja. Ja. Also wegen dem Projekt, Leute, wir sind gerade dabei, ganze Schutt und Asche und alles raus. Aber Bro, Bruder, das ist ohne Spaß, das passt zu dir. Das ist deine Arbeit. Aber oh, Alter, was ist das? Da hat sich in die Hose gekackt. Oh, komm, ich hol mich. Dabei. Ist das Ding drauf? Check in, ja. Ohne Kabel. Komm an die Brücke, Bruder. Das war bei mir so süß. I'm sorry. Ich kann das alles nicht mehr. Wir haben draußen 16 Grad, der hat Sitzheizung an. Ich kann das alles nicht mehr mit dir. Schau mal, wie der da liegt. Fahr erstmal hier. Aber wieso? Sag mal. Aber wieso so nah? Bitte, wir haben gerade unser Fass gebrochen. Ich war einfach nicht in der Lage, das aufzunehmen. Ich sag euch warum. Weil ich so Hunger hatte. Mir ging es gar nicht gut. Hallo. Ich habe eine Überraschung. Skiköfte. Skiköfte dabei. Oh, hä? Warum ist das Haus Döner? Steht da? Ich habe Döner zu Iftar gegessen. Didi, ohne mich bist du richtig ungesund. Nein, Döner doch. Ist gesund. Das ist Brot und Fleisch. Ja, und ja, wie war dein Arbeitstag so? Sehr, sehr erfolgreich heute. Ich muss sagen, Skiköfte bei Veganland, so lecker. Ich denke, das heißt ja Veganland, ne? Und nicht Veganland. Safe. Das haben Türken aufgemacht. Die würden niemals auf die englische Aussprache kommen. Schatz, du hast doch gerade erst gegessen, oder nicht? Fettes Kind. Günaydın gençler. Ich jetzt ready gemacht für den Tag. Wir sind heute zu Iftar verabredet und davor wollte ich Content drehen. Und jetzt hole ich Laura ab. Wir wollen nämlich nach Düsseldorf fahren. Content machen, weil Düsseldorf sieht einfach schöner aus als Köln. Aber ich mag Düsseldorf nicht mehr. Das will ich klarstellen. Danach fahren wir zu Fabi und Laura und machen zu viert Iftar, weil die Mäuse mit uns mitfasten wollen. Ich bin sehr gespannt, wie es für die ist. Fabio hat ja schon mal mitgefastet. Ich bin gespannt, wie Laura es findet, ob sie struggelt. Und, wie ist es bisher? Ich habe gefastet. Und? Also langsam kriege ich Hunger. Hast du aber Durst? Es geht noch. Ich muss nach links, oder? Ja. Essen würde ich jetzt ungefähr, deswegen kriege ich langsam Hunger. Aber das wird nicht das Problem sein. Ich glaube eher Durst. Echt? Ich habe, als ich Zähne geputzt habe, dachte ich mir so, geil, Wasser. Also jetzt gerade geht's. Ja, ich glaube, wir sind noch gleich abgelenkt. Wir gehen
jetzt. Weißt du, wann es am schlimmsten ist? Ja. Wenn das Essen vor dir ist und du es noch nicht essen kannst. Ja, ist natürlich am besten, wenn man es erst hat, wenn man es dann essen kann. Ja. Wir sind da! Wir wurden heute mehrmals angehupt. So, nicht, Alter, also, weil die Leute in Düsseldorf wollten. Sind so aggressiv. Ja, zwar aggressives Anhupen. Achso, nein, nein, so dieses so eine Sekunde grün. Einer ist richtig ausgerastet. Der ist in Sarahs Auto gefahren und hat sie da richtig angepackt. Ja, es gibt echt kranke Menschen da draußen. Scheiße, hätte ich jetzt eine Minute vorher gefilmt. Die hupen schon wieder alle. Düsseldorf, ihr habt irgendein Problem hier. Sarah hat jetzt zwei Outfits geschafft. Sie sucht sich jetzt gerade das heute raus. Schon zum zweiten Mal ihren fucking Schlüssel verloren. Aber ich habe in Erinnerung... Alles gut, keine Hexe. Okay. Wir sind fertig. Cologne in the City. Richtig cringe immer aus mit unseren zwei GoPro-Kameras. Wir haben uns vorgenommen, zu Yves Dar von den also die Plätze, wo uns so Essen am meisten schmeckt, von überall Essen zu holen und dann ganz viele verschiedene Sachen zu haben. Wir fangen natürlich mit Nachtisch an, weil was macht man sonst? Im Zimtschneckenladen ist ja auch dieser Cookies-Laden, ist auch lecker. Ich wollte ne? gerade sagen, Cookies schmecken auch geistkrank. Aber auch wenn sie nicht mehr warm sind? Ja, ich habe die mal mitgebracht, irgendwem. Die haben geile Sorten heute. Ich bin in letzter Zeit viel zu oft hier, das ist schon unangenehm. Als würde ihm das nicht reichen, holen wir jetzt noch so Cookies. Laura findet die sehr lecker und ich habe die nur einmal probiert, deswegen bin ich sehr gespannt. Wir holen uns Fried Chicken. Es sieht auch, das Geile ist keine Schlange, Lauri. Das ist ein gutes Zeichen. Wir warten jetzt seit 15, 20 Minuten auf unser Essen. Laura ist jetzt reingegangen, um zu fragen, ob es fertig ist. Leute, wir haben unsere Zeit so falsch geplant. Wir haben Duli aus Versehen gesagt, dass wir 18 Uhr schon da sind. Und der Arme ist jetzt schon vor Lauras Haustür und wir noch nicht. Lauri, Gott sei Dank, Duli ruft die ganze Zeit an. Echt? Ja. Laura hat... Ah, oh mein Gott, eure Katze macht mir jedes Mal Angst. Der wird es bestimmt da sein. Laura hat richtig Angst. Ich habe Angst. Duli. Warte, der steht jetzt am Fenster. Ich hab Angst. Sehr sauer auf die Sache. Sehr, sehr, sehr sauer. Komm erst mal rein. Der hat gesagt, kommt erst mal rein. Fabio guckt so. Oh nein, Fabio guckt schon so von wegen, wir kriegen jetzt Ärger. Was soll das? Wir haben Essen. Es hat länger gedauert als ganze Cola ist auf mich. Ich bin im Edeka und es war auf mich, war nass. Nein. Ich schwöre. Ich hab Ding geholt, ja. Ich hab von Raffaele gibt's neues Eis. Oh mein Gott. Echt? Das ist mit oh mein Gott, das ist einfach Kerzen. Kannst du das auf diesen Salzstreuer so machen, diese Kamera? Oh. Vielleicht. Laura, sag Bismillah, nein. Die wollen, dass ich konvertiere jetzt. Nein, nein. Bismillah ist nicht schlimm, ist wirklich. Sag Bismillah und beiß mal. Was heißt das? Sag es einfach. Bismillah. Okay. Die Datteln sind herrlich. Jetzt brauche ich Fleisch. Und Sven hat jetzt die Saft damit. Klar, ich esse nicht, wenn du willst. Wenn du willst. Und jetzt hat Dodi hier noch Raffaello. Was ist Raffaello mit irgendwas drin noch? Raffaello mit Himbeer. Boah. Oh wow. Aber schon krass. Mmh. Zimtschnecken. Ich will diese Cookies sehen. Das ist einmal der normale Chocolate Chip. Oh mein Gott, ist das krass. Das ist Salted Caramel. Ist das warm, wenn du das holst? Weil die machen das immer frisch. Schmeckt lecker. Aber was ist dein Fazit zum Fasten? Also ich hatte am Ende so Hunger, wie wenn ich gefrühstückt habe. Und dann mich aufs Essen, Abendessen freue. Ja. Der Durst war eher das. Ich hatte das Gefühl, ich habe voll Mundgeruch. Weil ich so Hunger. Was für dich? In Ordnung, Durst ist echt bei mir. Ich habe auch noch Mango-Eis geholt. Mitgefastet. Durst ist immer ein Problem bei mir. Ich spiele jetzt wieder dieses Charade-Spiel. Wir machen Männer gegen Frauen. Ich und Laura! Lustige Begriffe, Berufe. Das ist ein Instrument, das hat Saiten. Gitarre? Ja. Ist ein Tier, was in den Bäumen immer ist. Mega süß. Das ist ganz klein. Affe? Nein, ein ganz klein Bruder. Braun.
Hamster? Nein, das klettert auf den Bäumen und. Sag doch wenigstens ein Ding. Das hat so ein Fukuhila und so, das hat so die Haare, das hat einen so langen Schwanz. Oh Gott. Hä? Okay, dann machen wir weiter. Hey, was ist das denn? Vorbei. Du kannst dich an Eichhörnchen erklären. Dann würde ich ihn mit Doli da im Team. Der sagt, ein Fukuhila hat der. Eichhörnchen. Hat es aber auch. Das machen Frauen immer um ihren Bauch und drehen damit. Weiter, ich weiß nicht. Tschüss! Ich weiß, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß, was du meinst. Mach nach oben. Tschüss, wie kann man das heißen? Nach oben. Oben, wie soll ich zeigen? Das ist nicht Simit, das deutsche Simit? Bagel? Von den Deutschen, was ist Simit von den Deutschen? Das isst man, das Brot, Gebäck. Butter, mit Butter isst man das. Butter? Gebäck? Bruder, Butter, ein Brezel, das Bruder. Geht nicht! Diese Sängerin, die blondine Sängerin, die hat eine richtig gute Stimme, eine kräftige Stimme. Shakira. Nein, Sarah Fati, wie heißt doch, ich habe ihre Sängerin. Beyoncé. Nein, Blondine. Die ist weiß. Was ist das für eine Beschreibung? Okay, weiter. Bruder, du bist das geilste. Ich werde mich beim auch holen. Nach dem Kitzeln. Ach so, schwingen. Hängen. Danke für alles. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Einmal gerülpst und hat es ein bisschen gestunken. Danke für alles. Ciao, Bello. Ciao, Bella. Weil wir heute unnormal viel Stress hatten. Guck mal, Leute. Nummer 5 steht an. Das heißt. Also, das Doofe jetzt hier dran ist, ich habe gesehen, ja heute bei DM, ne? Mhm. Ah. Und du hast das schon geholt. Mein Deo? Ich hab's gebraucht sogar. Okay, ich stelle dir die Frage. Okay. Trotzdem danke, mein Herz. Wie alt war Mohammed, als er Khadija heiratete? Also der Koran wurde herabgesandt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam 40 oder 42 war. Also irgendwas dazwischen. Soll ich sagen? Du bist komplett falsch. Echt? Mhm. War jünger. 25. Echt? Mhm. Dankeschön, Lilo. Leute, das hier, ich habe gehört, das soll jetzt nicht das Gesündeste sein, ne? Ich glaube, da ist Aluminium drin, das ist nicht gut. Aluminium ist allgemein kacke, deswegen empfehle ich es euch nicht. Es funktioniert aber, Leute.